Hallo Freunde aus aller Welt, ich war mal einkaufen, war im Zooggeschäft, hab gekauft. Was Leckeres, kriegen die Mädels gleich. Ja Mädels, komm, ihr dürft auch was kriegen. Ja, guck mal, was die Papa da hat, hä? Ja, was die Papa da hat. Warte, du musst noch auf den Ausschneiden, ne? Ja, schnapp dir. Ja, Emma, nimm's. Nimm's. Jawohl. Was, Luna, du kriegst auch? Hat jeder einen Knochen gekriegt? Ja. Wunderbar, ne? Nimm's. So. Ja. Nimm's dir. Nimm's dir, komm. Komm. Waschen, das sehen wir gleich. So, Fischfutter habe ich auch gekauft. Es gab aber einen schönen Kalender. So, mit Fische und mit allem kommen wir rein. Hat es gekostet 61,28 Euro. Ja, Fische sind teuer. Fische sind teuer. Schauen wir mal, was haben wir alles gekauft. Packen wir mal die Fische aus. Die Verkäuferin hat die gut eingepackt. So. Die erste Sorte sind, das sind die gelben. Wie heißen die? Die habe ich extra für euch aufgeschrieben. Das sind zwei Mosaikfadenfische. Der Preis ist um die 7 Euro. Einer. Ja. Was haben wir hier drinnen? Ich kann mir jetzt mal auf die Zeitung schreiben können. So. Hier haben wir auch zwei Fadenfische. Der Name ist Goldfadenfisch. Der hat ein Stück 8 Euro gekostet, glaube ich. Oder sogar 9. Wir können nachher zusammen mal auf den Kassenzettel schauen. Aber es spielt ja auch keine Rolle, was ihr gekostet habt. Außer ihr wollt mich unterstützen und wollt mir welche zahlen. Gemalter Panzerwels. Kosten 6,50 Euro, glaube ich, sowas. Preise kann ich dir nachher genau geben. Wie heißt der? Das sind die Haibarben. Zwei Stück. Hat um die 7 Euro gekostet. Immer auf Weibchen und Männchen. Außer der gemalten Panzerwels da, der ist nur ein Stück. So, das waren meine Fische. Ich zeige euch nochmal den Kassezettel. Da seht ihr, was sie gekostet haben. Insgesamt. Ja, so sieht's aus. Aber es ist auch egal, was sie gekostet hat, außer ihr wollt spenden für die Fische. Ihr wollt Paten werden für die Fische. Dann könnt ihr da drücken den Button. Ne? So, jetzt dürfen die ins Aquarium und dann sehen wir uns. So, wir nehmen ein bisschen Aquariumwasser. Meine Tochter war der Meinung, ich soll euch zeigen, wie man das gemacht wird. Aber ich denke, die. So, jetzt tun wir ein bisschen Wasser da rein. Dass wir die Fische dran gewöhnen. So, jetzt haben wir unseren Wels, der kommt hier rein, schön, kann sich dran gewöhnen. Ich habe die Wassertemperatur gemessen, die sind gleich vom Aquarium und von der Tüte. Kommt der nächste.
So, dann kommen die zwei rein. Zack, Mädels. Und wenn die Temperatur die große Schwankungen hat, dann kann man auch die Tüten ins Aquarium legen. Für eine Stunde oder so. Aber so, Mädels und Jungs. Da ich ja das Wasser gleiche Temperatur habe, habe ich sie jetzt da rein. Jetzt lasse ich sie da ein bisschen, ein paar Minuten, dass sie sich hier angewöhnen ein bisschen. Und dann schütten wir sie ins Aquarium und lassen sie da leben. So, ein paar Wälze sind auch drinnen, auch so Mini-Wälze. Das sieht zwar so groß aus, aber ist nicht groß. Wenn du meinen Finger siehst, habe ich zwei von denen. Da ist auch noch einer, Mini. Ein paar Schnecken sind drinnen. Das sieht urig aus, wie die ist. Noch ein paar große Panzerwälze. Das sind die neuen Fische. Und ein paar Folgen noch.